Wir sind in der Feuerwerksfabrik von Spyro 3 Year of the Dragon. Willkommen zurück. Epischstes Level. Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Da drüben ist eine Kiste, die wir noch zerstören können. Wo ist denn die Rakete? Da ist eine. Das ist ein Edelstein, okay. Nicht gerade etwas, was ich nicht erwartet hätte. Doch, das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Aber etwas, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ich meine, den hätte ich auch später einsammeln können. Gehen wir erstmal hier rüber. Oh mein Gott, Feuer! Ja, Feuer ist brennbar. Feuer ist nicht brennbar, aber Feuer brennt. Das wollte ich sagen. Oder Lava ist... Was? What the fuck? Warum sprühen die denn so weit? Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen umständlich. Für mich. Für die Entwickler war das einfach nur ein paar... Keine Ahnung, ein paar Positionen verändern. So ein Vektor 3 einfach verändern. Drei Koordinaten einfach irgendwo anders hin. Stimmt eigentlich nur zwei. Ne? Wenn man eine größere Distanz haben will, nimm einfach eine andere Position. Ich weiß nicht, wie die das machen wollten. Aber ich denke mal, dass die dann schon gewisse Punkte gesetzt haben, wo die Edelsteine auf jeden Fall landen werden. Oder die geben jeden Edelstein einfach eine Richtung, in die er hinknallt. Warum versuche ich das überhaupt? Ja gut, lauf erstmal weiter, okay? Lauf erstmal weiter. Na, warte, ich warte noch, bis der wiederkommt. Ich hoffe, der sieht uns nicht. So ein bisschen wie in Dark Hollow in Spyro 1. Man kann die von hinten treffen, aber man könnte jetzt natürlich auch auf die Idee kommen, ja, einfach mit so einem... mit so einer Rakete anzukommen. Das wäre die Alternative. Aber das ist mir... Ich bin ein bisschen faul, was das Laufen angeht. Macht das dementsprechend auch nicht. Und außerdem hat die Sorceress, also hier die Zauberin, hat ja immer noch die Raketenpläne des Professors gestohlen, ne? Deswegen sind wir auch mit Gretel unterwegs. Sieht so aus, als müsstest du diese Kanone benutzen, um nach drüben zu kommen. Klettere einfach drauf. Ich für meinen Teil muss nur meinen Kopf freimachen. Ja, so leicht ist das. Zack, zack, zack. Okay. Ich hoffe, das wird jetzt auch wirklich mal die letzte Folge der Session. Andernfalls, ich weiß nicht, das ist schon die vierte, ne? Oder ist das die vierte? Doch, das ist die vierte Session. Vier Sessions für Spyro 3 Year of the Dragon. Ich schätze mal, das werden so an die sechs Staffeln, Staffeln sag ich schon. Sechs Sessions sein. Ja. Ach so, und ich wollte in der Folge auch nochmal eine Sache ansprechen, die nicht in dieses Spiel reingebracht wurde, beziehungsweise doch in dem Spiel drin ist, aber irgendwie dann auch gleichzeitig nicht für die normalen Spieler zugänglich ist. Ich weiß nicht, es ist eine sehr verzwickte Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Naja, wenn wir Feuer speien, dann rennen sie weg. Ich will nochmal so einen Brummer haben. Ist hier kein Brummer? Okay, kein Brummer für uns. Der hat ja Homing. Ich wollte das jetzt eigentlich auf den anderen schießen, egal. Ja gut, da wir jetzt hier sowieso keine Edelsteine, keine Sparks haben, zeige ich das mal eben. Man kann nämlich hier einen Proxy-Jump ausführen, wenn man hier in diese, zwischen die Wand und die Kiste gelangt. Gerät. Dann macht man einfach mal den hier. Und wenn man hoch genug kommt, so wie ich jetzt, dann, ja, landet man hier oben auf dem Dach. Man muss immer so ein bisschen nach links und rechts drücken. Also quasi Spyro. Ich meine, man sieht ja, dass Spyro so ein bisschen breiter ist als so. Und wenn er so steht, dann ist er natürlich... Hat er zwischen der Wand und der Kiste nicht so viel Platz. Das heißt, der wird rausgedrückt. Man muss sich nur ein bisschen bewegen, dann... Keine Ahnung. Man muss ein bisschen austesten. Dann springt man hier hoch und dann kann man hier runterfallen. Und... Scheinbar hat die Zauberin die Pläne schon benutzt, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folge mir. WTH? Ich wollte jetzt eigentlich nicht Gretel ansprechen, aber das ist auch irgendwie geil. Gut, dann reden wir mal. Ich muss das nochmal ausführen. Oh, Matrix. So. Ich wollte mir gerade das Leben gönnen, ja? Nicht das Leben nehmen, aber schon das Leben nehmen. Das sich da befand. Hat man vielleicht gesehen.
Aber das ist selbst eine Überraschung für mich, dass das jetzt einfach so, dass Gretel einfach angefangen hat zu sprechen. Hey, sieh mal, was in der Rakete war. Sie müssen versucht haben, es in die Umlaufbahn zu schießen. Die zu schießen? Okay. Ja, kann sein. Grady. Grady ist Grady. Ja, ich würde doch ganz gerne das Leben haben. Siehst, sag ihm, dass ich zum Abendsee zurückgegangen bin, um die Arbeit an der Rakete des Professors zu beenden. Das ist eigentlich sogar noch sehr viel besser. Weil jetzt ist die Rakete da unten auf. Und ich hätte die sonst übersehen. So, hoffentlich klappt das jetzt wieder so schnell wie vorhin, weil es kann wirklich ein paar Minuten dauern. Wenn nicht, dann halt schmeiße ich hier einen Zeitraffer rein oder irgendwie sowas. Man muss nur halt den richtigen Kniff haben. Keine Ahnung. Ich kann auch keine Tipps geben. Das ist einfach nur randome. Random, komm! Random ist random, nee. Man darf sich eigentlich nicht mal so viel bewegen. Das ist eigentlich nur... Ich weiß nicht, wovon die Höhe abhängt. So, wir sehen uns gleich, wenn wir wieder oben drauf sind, ne? Schneide ich mal so ein bisschen. So, nach einigen Versuchen hat das dann doch geklappt. Boah, vielleicht 3 Minuten oder so. Also es kann richtig lange dauern und ich hoffe, ich schaffe den Sprung jetzt auch. Und ich hoffe, dass mich niemand anspricht dabei. So, hier ungefähr, ja genau, hier befindet sich die Höhle, die sehr verborgen ist. Und hier gibt es sogar ein Leben drinne. Keine Ahnung, was mit dieser Höhle los ist, aber irgendwie wurde man... Also man wollte irgendwie diese Höhle hier reinbringen. Allerdings hat man es nicht geschafft, diese Wand dann doch brüchig zu machen, was möglich wäre. Vielleicht fehlt die Textur dazu und hat man sich irgendwie gedacht so, ja gut, lassen wir dann doch draus. Also so ganz normal kommt man hier nicht rein, das ist nur so ein versteckter Raum, der im Spiel drinne gelassen wurde, obwohl es eigentlich nicht erreichbar sein sollte. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall... Ist sehr komisch. Viele Sachen wurden am Ende des Spiels, am Ende der Entwicklung dann auch ein bisschen gerusht oder verändert, was gerade im Mitternachtsberg, also in der nächsten Oberwelt, sehr deutlich der Fall ist. So, aber da wir jetzt ein Leben haben, können wir ganz einfach hier in die Rakete rein und uns mehr Edelsteine gönnen. Oh, ich bin gespannt, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich würde trotzdem nochmal so das Agent 9 Level machen. Und das würde ich sogar ganz gerne zuerst machen. Also, ja, sagen wir mal als zweites. Wir haben nämlich hier 3 Abschnitte. Einer ist für Spyro, einer ist der Bosskampf und der letzte ist der Sergeant, Sergeant Bird. Ne, Agent 9. Agent 9 ist der letzte spielbare Charakter. Dann gehen wir erstmal hier rein. So, erstmal der Spyro-Abschnitt. Der klassische. Ich glaube, ich sehe da ein Ei hinter dir. Aber es ist zu weit weg. Du musst den Umweg um all diese Rhinoxe machen, um es zu erreichen. Kein Wunder, warum Gretel Hänsel nicht finden konnte. Er heißt ja auch Handel. Kann ich dich auch umbringen? Oder warte mal, ich warte einfach, bis du wieder hin und her läufst, ne? Ich warte nochmal, bis du hin und her läufst. Wo kommen die alle her? Was macht er die ganze Zeit mit seinen Bomben? So. Ich glaube, während er am Laufen ist, ist er nicht in der Lage... Wo ist der Edelstein? Ah. Ja, was? Danke, Sparks. Du bist ja irgendwie doch teilweise... was heißt teilweise? Du bist intelligent. So. Einen gewissen Grad an Intelligenz kann man Insekten auch zuschreiben. Was mich jetzt ehrlich gesagt doch ein bisschen überrascht. Aber hey, warum nicht? So. Der Korridor ist frei. Hä? Ja doch. Teilweise. Der Ausgang fehlt. Man muss ja nicht jeden Gegner immer von hinten besiegen, ne? Man muss ja nicht immer direkt mit einem Würgegriff oder so kommen. Aha. Oh. Aha, ich habe mich jetzt... Also ich muss dazugeben, für eine kurze Zeit habe ich mich überlegen gefühlt. Es war aber nur für ganz kurz. Wow. Ich mag es, wenn Ninjas in der Ecke rumstehen. Oder in der Ecke solche Rollen machen. Wieso kriege ich den nicht, ey? Der ist zu sehr in der Ecke für mich. So, haben wir ja alles. Dich nehme ich mit. Dich kann ich gebrauchen für den Typen da. Da gleich kommt's. Einfach im richtigen Moment. Zack. Aber nee, ich wusste echt nicht, dass diese Raketen auch Auto-Aiming haben. Wow, der hat mich ja überhaupt nicht kommen sehen. Der hat zwar gezielt, aber geschossen hat er nicht. Kann ja mal ein bisschen warten, ne? Bevor man auf Angriffsmodus schaltet.
Oh, stirb! Man sieht ja auch an den Schattierungen, wo diese ganzen Viecher runterkommen, die Ninjas. Die Nanjas. Oh nein, ich brauche eine Sparks. Sonst sehe ich nicht, wo die Edelsteine sind oder wo welche noch fehlen. Ich hoffe, der kommt wieder. Der Flieger. Natürlich nicht. Oh Mensch. So ein kleines Problem, wenn man Sparks dann doch übersieht. Also, oder einfach verfliegen lässt. Auf der anderen Seite hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Ja, falls wir irgendwas übersehen haben, dann komme ich hier nochmal rein. Aber es war ja im ganzen Verlauf des Let's Plays ja gar nicht so der Fall. Was sagt er jetzt? Nimm dich vor der Lava in Acht. Die sieht super heiß aus. Apropos Lava. Ja, genau. Es gibt ja immer noch Lava. Die hilft mir dabei wenigstens. So, nehme ich lieber so einen Totemkauf. Genau, hier gibt es nämlich noch was. Und zwar ziemlich genau in dieser Ecke. Oh. So. Das war's jetzt aber. Seht ihr? Hätte ich mich jetzt nicht umgebracht, in den Freitod gestürzt, dann hätten wir diesen Edelstein nicht bekommen. Dann hätte ich hier nochmal reingehen müssen. Der Freitod hat auch seine Vorteile, ja. Das sehen die wenigsten ein. Wobei, einige gibt's ja dann noch. So, stirb! Der hat darauf gewartet, dass ich von der anderen Seite komme, ne? Dass ich nicht lache. Wo ist Rakete? Da ist Rakete. So, das hätten wir geschafft. Oder muss ich das doch in mehreren Sessionen einteilen? Ich glaube, das sieht ganz danach aus. Also eine neue Folge hineinpacken. Warte mal, der hat auch noch was? Achso, da drüben beim Drachen, ja. Also bei den Drachen. Oder wir machen die Drachen jetzt schon. Dann haben wir nämlich in der nächsten Folge das Agent 9 Level und den Bosskampf. Und vielleicht sogar noch das Sparks Level, wer weiß. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber dann haben wir wenigstens jetzt schon diesen Bosskampf von dieser Welt. Ja. Oh je. Du musst den Combo-Powerpunkt benutzen, um diese Feuerdrachen zu besiegen. Damit hast du super Flug und super Feuerkräfte gleichzeitig. So, hier bin ich wieder. Einmal kurz auf Pause gedrückt. So, noch was getrunken. Aber ich könnte jetzt eigentlich schon noch eine Folge aufnehmen, ne? So, wir kämpfen jetzt hier gegen diese Drachen, die ja so böse sind, einfach weil sie, keine Ahnung, chinesisch sind. Das sind chinesische Drachen, die sind immer die gemeinsten. Und wir sollten uns erstmal auf einen spezialisieren, damit wir nicht das Problem haben später. Ist der auf Zeit, der Powerpunkt? Nee, ne? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Nee, also, die Drachen sollen sich für gewöhnlich nicht regenerieren, im besten Fall. Also, für unseren besten Fall. Denn sonst könnte das alles ein bisschen länger dauern, deswegen stürzen wir uns direkt auf einen. Aber sie können sich regenerieren, das ist das Problem. Ach komm, gehen wir mal hier durch. Den kriegen wir noch. Nee, aber das finde ich sehr gut, dass dieser Powerpunkt nicht temporär ist. Ah, guck mal, da wächst schon direkt das... Ah, da wächst der direkt nach. Ich glaube, je mehr KP der verloren hat, desto eher ist er darauf aus, wieder was zu kriegen. Ach komm, noch zwei Teile. Aber da sieht man ja, wie der sich heilt, ey. Es ist auch schwieriger zu treffen. Aber sie zielt schon deutlich besser. Oh. Wenn man den jetzt hier nochmal auswachsen lässt, ne? Dann hat man ein paar Probleme. So. Ah, fuck, und voll daneben. Aber treffen tun wir den ja, ne? Wo ist er jetzt hin? Fuck, wo ist der denn? Da ist der. Stirb doch! Meine Güte! Der fliegt da gleich wieder rein. Ich würde auch gerne mal wissen, wie das hier so aussieht. Gut, der erste ist tot. Hört man auch teilweise an diesem Schrei, an diesem Grollen. Fehlt nur noch der Lila, ne? Ah, ich mag das Level. So. Das ist das Beste im ganzen Spiel. Dass der mittig rauskommt, das ist ja sehr, sehr glücklich. Aber ich glaube, die Drachen, die müssten eigentlich generell alle gleich sein. Also der eine ist jetzt nicht irgendwie schneller drauf als der andere. Es kann sein, dass der eine schneller fährt als der andere, wenn man besiegt
wenn er eine besiegt ist. Aber nee, das sieht gar nicht so danach aus. Man muss nur zwei Drachen besiegen, die ziemlich identisch sind. So, und wenn die dann so rauskommen, ist es auch sehr glücklich. Boah, jetzt geh nicht nochmal durch die Höhle. Dankeschön. Hier, bitte. Ich habe es aus der geschmolzenen Lava gefischt. Wie hast du das denn aus der geschmolzenen Lava gefischt, Alter? Ein paar Probleme hast du aber schon, ne? Und vor allem, wie will das Ei das überlebt haben? Ich meine, die einen Rhinoxe wollten das Ei mit einer... wollten ein Ei mit einem Laser kochen, ja? Aber Lava übersteht es, oder wie? Ich meine, hey, sind Dracheneier, aber hey, mit einem von einem Laser werden sie gebraten. Hä? Okay. Na gut, ein Laser ist auch nicht wirklich Feuer. Meine Güte, ich freue mich jetzt schon darauf, diesen Part zu cutten. Ich habe auch so das Gefühl, mit jedem Cut dauert es einfach länger. Also der Rendervorgang, selbstverständlich. Ich meine, er weiß, wo er den Cut setzen muss. Er weiß, wo er das Video und wie er das Video bearbeiten muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich da viele Schnipsel aneinander reihe, aber man muss halt viel rausstechen, also rausholen. So. Dass hier unten nichts ist, das hätte ich mir jetzt eigentlich nicht erhofft. Das ist ein bisschen schade. Ist da eine Tür in der Wand? Und dann noch falsch rum? Nee, oder? Vielleicht hätte ich mir auch erstmal das Power abholen sollen. Der jetzt ja irgendwie falsch ist. Da waren wir drinne. Sparks kann uns ja nochmal sagen, ob hier was ist. Die Überprüfung können wir uns ja leisten. Dem ist aber nicht so, deshalb gehen wir wieder raus. Ah, ich meine, wir müssen ja hier sehr viel schneiden. Von daher... Ah, wir haben noch einen Abschnitt vor uns. Hey, gut, nehme ich halt noch eine Folge auf. Meine Güte. Ich habe jetzt zwar wieder fast 2 Wochen auf Vorrat, aber was soll's. Was soll es? Dann gibt es beim nächsten Mal den Agent 9, den wir noch nie gesehen haben. Der aber schon ziemlich nützlich ist. Ja, und außerdem gibt es da noch Edelsteine. Oh, das war's. Okay. Edelsteine gibt es sowieso im Agent 9 Bereich noch. Aber ich habe so im Kopf, dass das nicht ganz so leicht wird. Von daher, seid dabei. Tschüss und bye bye.